Herzlich willkommen zur Jakob Böhme Lesereise vom Mai 2021, einer Veranstaltung der Jakob Böhme Akademie Görlitz. Wir, Conny Wiesner und ich, Franz-Peter van Boxerath, lesen heute Auszüge aus einer Schrift Böhmes vor, die sich ausführlich mit der menschlichen Seele befasst. Diese 179 Druckseiten zählende Schrift ist in der Gesamtausgabe von 1730 erschienen unter dem Titel Psychologia Vera oder 40 Fragen von der Seele, ihrem Urstande, Essenz, Wesen, Natur und Eigenschaft, was sie von Ewigkeit in Ewigkeit sei, verfasst von Balthasar Waltern, Liebhabern der großen Geheimnisse und aus tiefem Grunde göttlicher Erkenntnis durch den gottseligen und hocherleuchteten deutschen Theosophen Jakob Böhme beantwortet im Jahre 1620. Was die Seele an Essenz, Wesen, Natur und Eigenschaft sei. Die Seele ist aus Gott und hat alle drei Prinzipien in ihr. Auch freien Willen. Ihre Natur ist das Zentrum mit sieben Geistern, nach beiden Müttern geschaffen. In ihrem Willen hat sie große Freiheit. Ihre Essenzien findet aus dem Zentrum Naturreich, aus dem Feuer, mit allen Gestalten der Natur. Es liegen alle drei Prinzipien darin. Alles, was Gott hat und vermag und was Gott in seiner Dreizahl ist, das ist die Seele in ihrer Essenz, als zwei aus der Kraft des Baumes. Ihr Wesen ist himmlisch geschaffen, aus der himmlisch-göttlichen Wesenheit. Zum Zweiten. Aber ihr Wille ist frei, entweder in sich zu ersinken und sich zu achten, sondern als ein Zweig aus dem Baum begrünen und von Gottes Liebe essen oder in ihrem Willen im Feuer aufsteigen und ein eigener Baum zu sein. Und davon sie isset, davon kriegt sie auch Wesenheit als Leib der Kreatur. Zum Dritten. Ihre Natur ist das Zentrum selber, mit sieben Geistern zu gebaren. Sie ist ein ganz Wesen aus allen Wesen und ein Gleichnis der Dreizahl. So sie in Gott ist, wo nicht, so ist sie ein Gleichnis des Luzifers und aller Teufel, alles ferner nach ihrer Eigenschaft. Zum Vierten. Ihre Eigenschaft ist in der ersten Seele nach beiden Müttern geschaffen. Darauf folgt ihr das Gebot und die Versuchung, sich nicht belüsten zu lassen, von Bös und Blut zu essen, sondern von himmlischer, paradeisischer Frucht alleine und sollte mit ihrem Willen und Eigenschaft in Gott gerichtet sein. Zum Fünften. Es liegen aber alle Eigenschaften in ihr. Sie mag erwecken und einlassen, was sie will. Was sie dann immer erwecket und einlasset, das ist Gott angenehm. So sie nur mit ihrem Willen in die Demut und in den Gehorsam in Gottes Liebe gewandt steht, so mag sie Wunder machen. Was sie will, es steht alles zu Gottes Ehre. Die dritte Frage. Wie sie zum Bilde Gottes geschaffen sei. Die Lust der Dreizahl hat neben dem Herrn vier alles in eins gezogen, dass die Seele ein Bild worden und der Gleichnis Gottes, so dass alles unter ihr und in ihr ist. Das ist schon bewährt. Die Dreizahl mit allen drei Prinzipien hat gelüstet, ein ganz Gleichnis im Wesen und Eigenschaft zu haben, nach dem Wesen aller Wesen. Zum Zweiten. Und die Lust, dasselbe zu haben, ist in Gottes Herze erweckt worden, also ein großes Wunder. Zum Dritten. Und das Erwecken ist das Herbe Fiat, als das begehrende anziehende Wesen.
das aus allen in eins gezogen und ist ein Bild worden nach der Gleichnis Gottes, nach Himmel und dieser Welt und auch nach der Zornwelt. Es hat alles geschaffen, das ganze Fiat im Verbum Domini darinnen, aus Gottes und aus Zorns Reich. Zum Vier. Und so dann nichts Höheres ist als die Seele, so ist auch nichts, das sie kann, zerbrechen, denn ist alles unter ihr und in ihr. Sie ist ein Kind des ganzen Wesens, aller Wesen. Also ist sie geschaffen worden. Die vierte Frage. Was das Einblasen sei und wann es geschehen sei. Der Geist ist ohne Leib roh. Das dritte Principium war für die Seele geschaffen und erregte seinen Geist mit im Fiat der Seelenschaffung. Da war der äußerliche Leib von Feuer und Wasser. Das himmlische Fiat aber schuf noch vor dem irdischen, dem inneren himmlischen Leib, von dem der äußere Leib keine Erkenntnis hatte, in welchem zweifachen Leib die Seele von innen eingeblasen worden, der sich mit Schaffung der Seele die Dreizahl bewegt und die Seele ins innere Zentrum eingeblasen. Und der äußere Lustgeist nur am inneren wandelt. Wann nun die Seele ins Herz Gottes mit ihrem Willen eingeht, kann sie über das äußere Prinzipium herrschen, wiewohl des Grimmes Qual sich mit eingedrungen hat, daher die Berufung. Jeder Geist ohne Leib ist roh und kennet sich nicht. Nun begehret ein jeder Geist Leib, beides zu einer Speise und zu einer Wonne. Zum Zweiten. Sodann Gott hatte für die Seele das dritte Prinzipium geschaffen, als ein Spiegel der Gottheit, so war der Spiegel dem ewigen schon mit anhängig. Denn er war aus dem ewigen Wundern erworben und also geschaffen worden. Zum Dritten. Also wollte auch das dritte Prinzipium die Seele nicht freilassen, weil es aus Gottes Wundern war erschaffen und stund im Anfang als eine Figur in Gottes Weisheit und begehrte, weil es materialisch sei, dass es auch möchte ein materialisch Gleichnis an der Seele haben und erregte also in der Seelenschöpfung auch seinen Geist mit dem Vier. Zum Vierten. Da ward die äußerliche Bildnis nach dem Geiste dieser Welt mit äußeren Vier ergriffen und ward ein Leib aus der Erdenmatrische erschaffen. Da war ein Mensch, eine rote Erde vom Feuer und Wasser. Zum Fünften. Und die himmlische Matrix lüsterte auch nach der Seele und wollte, dass sie ihr Bildnis trüge und ergriff mit des Leibes Schöpfung ihren eigenen Pferd. Und schuf zuvor, ehe das irdische Pferd schuf, es ist das erste gewesen, dann aus dem Zentrum des Wortes ging das Vier aus mit dem Worte. Also war das dritte Prinzipium ins andere geschaffen. Zum Sechsten. Die Jungfrau der Weisheit umgab den Seelengeist erstlich mit himmlischer Wesenheit, mit himmlischer göttlichen Fleische. Und der Heilige Geist gab die himmlische Tinktur, welche himmlisch Blut im Wasser machte, wie in unserem dritten Buche nach der Länge gemeldet worden. Zum Siebten. Also stund der innere Mensch im Himmel und seine Essenz im Paradies, sein Glanz im inneren Auge war Majestät, ein unzerbrechlicher Leib, der Gottes und der Engel Sprache, die Sprache der Natur, wie das an Adam zu sehen, dass er allen Kreaturen Namen geben konnte, einem jeden nach seiner Essenz und Eigenschaft. Er stund also in dem äußeren Bilde und kannte das äußere Bild nicht, wiewohl der Leib keine Erkenntnis hatte. Zum Achten. In diesem zweifachen Leibe, welcher am sechsten Tage in der sechsten Stunde am Tage ward geschaffen, eben in der Stunde, als Christus ans Kreuz ward gehängt, war die königliche Seele nach Vollendung des Leibes von innen vom Heiligen Geiste ins Herz, in den heiligen Menschen, in sein Prinzipium eingeblasen, gleich einer Erweckung der Gottheit. Zum Neunten. Die Dreizahl
hat sich mit der Seelenschaffen und Einblasen bewegt, denn sie war auf dem Centro im Samen als ein Gewächse eines Grünens der Essenzien. Also ward sie ins innere Zentrum eingeblasen, in den inneren Menschen, in das himmlische Herzensblut, in das Wasser des ewigen Lebens mit allen beiden inneren Prinzipien. Zum 10. Und der äußere Geist als Luft mit dem ganzen äußeren Prinzipio, mit Sternen und Elementen hin am Inneren. Und blies ihm der äußere Geist sein Leben mit der Seelen zugleich durch die Nase ins Herze, in das äußere Herze, in das irdische Fleisch, welches doch nicht also irdisch war, denn es war aus der Matrice, aus der Sucht, daraus die Erde war, körperlich worden. Zum 11. Also fuhr der Heilige Geist auf der Seelenwagen, auf dem inneren majestätischen Willen und schwebete auf dem Wasser, denn das Wasser begreift ihn nicht. Darum schwebet er darauf und darinnen, es ist alles gleich. Und brannte die Seele aus dem Herzensblute als ein Licht aus der Kerzen und ging durch alle drei Principia als ein König über sein Land. Sie könnte mächtig über das äußere Prinzipium herrschen, so sie wäre mit ihrem Willen ins Herze Gottes, ins Verbum Domini wieder eingegangen. Zum 12. Auch so hat sich die Qual des Grimmes mit dem Einblasen mit eingedränget, als mit dem Urstande der Seelen. Und konnte die Seele anders Gottes Bild nicht bleiben, sie bliebe dann in der Demut, im Gehorsam und setzte ihren Willen in Gottes Willen. Darin war sie ein Engel und Gottes Kind. Anders war Eitelfährlichkeit, dass eine Kreatur sollte zwei Prinzipien bewältigen, als das Zornige und das Äußere, welches aus dem Zorn war, ausgeboren. Zum 13. Darum ist ihre Versuchung nicht ein leerer Apfelbiss gewesen und hat nicht nur etliche Stunden gewährt, sondern 40 Tage. Also lang Christus in der Wüsten versucht worden. Und eben also von allen dreien Prinzipien und Israel in der Wüsten, als Moses 40 Tage auf dem Berge war, da sie auch nicht bestunden, sondern ein Kalb machten. Die 5. Frage. Wie die Seele eigentlich formiert und gestaltet sei. Wenn ein Zweig aus dem Baume wächst, so ist seine Gestalt dem Baume gleich. Er ist wohl nicht der Stamm noch die Wurzel, aber seine Gestalt ist doch gleich dem Baume. Zum 2. Also auch wenn eine Mutter ein Kind gebiert, so ist es ein Bild nach ihr. Und das kann nicht anders sein, denn es ist sonst nichts, das es anders macht, es sei denn der Turbei heimgefallen, welche oft ein Monstrum erwecket nach dem Geiste dieser Welt, nach seinem anfangenden Macher als dem Monde, da das Fiat ein Mondenmonstrum in der Turba macht. Zum 3.
Also ist uns zu erkennen, in was Form die Seele sei, als nämlich einer runden Kugel nach Gottes Auge, durch welche das Kreuz geht und teilt sich in zwei Teile, als in zwei Augen, welche rücklich stehen. Wie wir oben haben eine Figur mit dem zweifachen Regenbogen gemacht, da das Kreuz durch beide geht und inmitten zwischen den Bogen die eine Spitze in die Höhe recket, welches ein Gewächse durchs Feuer, durch die Angst als durch den Tod andeutet und doch kein Tod ist, sondern ein Ausgang aus sich selber in eine andere Qual. Da sie also vor den zweien Bögen inmitten steht, als ein Gewächse aus dem Kreuze. Zum vierten. Und der Arm des Kreuzes zur rechten Hand bedeutet ihren Geist, der in die lichte Majestät eingeht und der Seelen als dem Centro göttliche Wesenheit anzeucht. Zum fünften. Und der Arm zur linken am Kreuz bedeutet ihren Urstand im Feuer und hält innen das erste Prinzipium, dass sie des Vaters ist und im urkundlichen Auge steht, in der starken und strengen Macht als ein Herr und Bewältiger der Natur. Zum sechsten. Das Unterteil des Kreuzes bedeutet das Wasser als die Demut oder den Tod, also verglichen, dass sie nicht soll im Feuer herrschen, noch das anzünden, sondern in sich und unter sich sinken vor Gottes Majestät, sich gleich als Tod achten in ihrem Willen, auf das Gott in ihr lebe und der Heilige Geist ihr Regiment führe, dass sie also nicht tue, was der Wille der Torwahl im Feuer will, sondern was der Wille im Lichte will. Zum siebten. Darum soll ihr Wille unter sich in die sanfte Demut vor Gott finden. Also gehen sie aus der Tore des Feuers aus, denn ihr Wille ist nicht darin. So kann keine Emanation entstehen, aus welcher der Spiegel erboren wird, dass sie sich im Feuer gestehen und erkennen, dass sie ein Herr ist, davon stolz wird und wir selbst in eigener Macht regieren, wie Luzifer tätig und Adam im Paradies. Zum achten. Also verstehen wir uns recht. Die Seele in ihr selber ist eine Kugel mit einem Kreuz, mit zwei Augen, ein heiliges, göttliches und ein höllisch grimmiges im Feuer. Das soll zu tun und verborgentlich durch die Angst als durch den Tod im anderen Prinzipium, damit in der Liebe regieren. Zum neunten. Und so sie die Liebe empfängt, so ist das grimmige Feuer als tot und unempfindlich. Es ist das Freudenleben des Paradies. Sonst wäre in der Sanftmut kein Leben und Regiment, wenn sich nicht das Feuer darein erhebe, sondern es bliebe die stille Ewigkeit ohne Wesen, den alle Wesen entstehenden Feuer. Zum zehnten. Und dann zum dritten ist die Seele nach dem ganzen Leib formiert, mit allen Gliedern. Das verstehe also. Die Seele ist der Stock als die Wurzel. Sie siehet gleich dem Zentrum der Dreizahl. Als ein Auge, eine Kugel, ein Kreuz. Und dann ist ihr Wille, welcher aus dem ewigen Willen urständet. Ein Geist, denn hat die rechte Seele in ihrer Gewalt. Und derselbe Geist eröffnet die Essenzien in Feuer und Wasser. Das also ihre ganze Gestalt sieht als ein Baum mit vielen Zweigen und Ästen und wird ausgeteilt in alle Äste des Baumes. Das ist also zu verstehen. Zum elften. Der Geist teilt sie im ganzen Leib, in alle Glieder. Es sind alle ihre Äste, sie sieht in ihrem Geist nicht anders aus als der ganze Mensch mit allen Gliedern.
und ihr Innen ist die, die rechte Bildnis Gottes, denn der Heilige Geist wohnt im Geiste, so sie treu ist, wo nicht, so wohnet der Teufel darin, welchen sie sich ergibt, dem Geiz und Hochmut oder der Liebe und Demut, wem sie ist sie. Zum 12. So sie aber im Gräuel behaget und Gott verliert, so verliert sie das Kreuz. Und ist ihr Auge eine höllische Auge, da ihr die Tumbe eines gräulichen Tiers Gestalt und Modell ins Auge im Bild und Geist entführt. Zum 13. Darum hieß Christus die Pharisäer Rattern und Schlangengelecke. Denn also stund ihre Figur vor ihm in ihrem Geiste, wegen ihrem Hochab und Geizes, dass sie wollten Herren und nicht Diener Gottes in der Liebe aus Demut sein. Zum 14. Und also steht die Figur des Antichristen zu Babel vor Gott als Drache mit 7 Häuptern. Von 7 Geister, darauf reitet ihr gleichnischer Geist im Menschenbildnis, im Abgrunde. Er will ein Engel sein und ist ein Monstrum eines rechten Kindes Gottes. Den Namen führt er und sein Herr ist das Tier in der Offenbarung Johannes. Er begehrt Gottes und auch des Teufels. Darum ist er ein solch Monstrum, gleich einem Menschen und hat doch den Teufel unter sich. Zum 15. Menschenkind, die Tür ist offen, die Tobe ist kommen, sie will das Bild zerstören, wo nicht so, musst du mit. Es ist weder Unsinn noch Rat, als nur die rechte Bildnis der Liebe suchen, aber ist für das Eitel Rot und Tod, sage der Geist der großen Wunder. Zum 16. Also ist dieses unsere rechte Antwort, dass die Seele im ersten Principium nach dem Urstande eine Form eines Auges habe und doch zweifach gleich einem Herz, da das Kreuz inne steht. Und im anderen Principium ist sie ein Geist und ein ganz Bildnis, wie der äußere Mensch ist. Und im dritten Principium ist sie ein Spiegel der ganzen Welt. Zum 17. Es liegt alles darin, was Himmel und Erde vermag, alle Kreaturen Eigenschaften. Denn der Spiegel ist gleich dem Firmament, dem Gestirn. Zum 18. Eine solche Krone ist es und darin entsteht das äußere Menschenzahl, seines Lebens Ende mit Glück und Unglück, zu dem äußeren Leben von dem Geiste dieser Welt. Die 6. Frage. Was der Seelenvermögen sei. Uns ist erkenntlich, was aus dem Urgrunde kommt und selbst sein Grund ist, dass es in ihm alles vermag. Denn es ist sein eigen Wesen, es macht sich selber. Zum 2. Ob nun wohl die Seele ein Zweig aus dem Baum ist, so ist sie doch nun in ein Geschöpf gegangen und ist ein eigenes. Sie ist nun ein Bild des Ganzen und ein Kind des Ganzen. Denn wenn das Kind geboren ist, so ist die Mutter und das Kind zwei. Es sind zwei Personen. Weil es aber noch im Samen in der Mutter ist, so ist der Same der Mutter und die Mutter regiert den. Zum 3. Denn wenn das Kind geboren ist, so hat es sein Eigenleben in sich und hat das Centrum Naturae in eigener Gewalt. Es regiert nicht allein in sich, sondern außer ihm, in dem, was Same ist. Zum 4. Also versteht uns recht, Gottes Geist und der Seelengeist sind zwei Personen. Ein jeder ist frei von dem anderen und stehen doch beide im ersten Anfange
ein jeder hat seinen Willen. Zum Fünften. Nun ist es aber recht, dass das Kind dem Vater gehorsam sei, bei Vermeidung des Vaters Erbe. Der Heilige Geist ist der Seelenwerkmeister gewesen und hat die geschaffen. Denen soll der Seelengeist gehorsam sein, bei Verlust des Heiligen Geistes Erbe, also als der Gottheit. Zum Sechsten. Und wiewohl wir all hier viel zu reden hätten, ist es doch sehr fährlich wegen der falschen Magier. Wenn das der falsche Geist weiß, so treibet er Zauberei hiermit. Zum Siebten. So wollen wir doch also reden, dass wir den Kindern wohl werden verständlich sein und den vollen Mund behalten für die Kinder. Denn es ist nicht gut schreiben, denn man weiß nicht, wer der Leser sein wird. Zum Achten. Aber den Gottlosen sagen wir, dass sie des Teufels sind und sollen keinen Teil an unseren Schriften haben. Wir beschließen die mit einer Mauer und festem Schlosse, dass sie blind seien und unseren Geist nicht kennen. Denn wir wollen nicht die Schlange da reinsetzen, unser Wille ist von ihnen ausgegangen. Darum sollen sie uns nicht kennen. Und ob sie uns in Händen tragen, es ist ein festes Siegel davor. Zum Neunten. Christus sagte, wenn ihr Glauben habt als ein Senfkorn, so möget ihr sagen zu dem Berge, hebe dich weg und stürze dich ins Meer. Das ist nicht ein Lehrwort ohne Wahrheit. Zum Zehnten. Der Wille, so der stark vor sich geht, ist Glaube. Er formiert seine eigene Gestalt im Geiste. Er hat auch die Macht, dass er kann eine andere Bildnis im Geiste aus dem Centro Natura formieren. Er kann dem Leibe eine andere Form geben, nach dem äußeren Geiste. Denn der Innere ist ein Herr des Äußeren. Der Äußere muss ihm gehorsam sein und er kann den Äußeren in eine andere Bildnis setzen, aber nicht beharrlich. Zum Elften. Denn Adams Seele hat die Turban dieser Welt eingelassen. Also, dass die Turba, so sie ein Fremdkind steht, bald überher ist und das zerbricht. Es besteht nur so lange, als der innere Geist kann den äußeren bändigen und bewältigen. Zum Zwölften. Und die Gestalt heißet Nigromantia, eine Veränderung, da das Innere das Äußere bewältigt. Denn das ist natürlich, als wir dann gedenken, dass wir sollen verändert werden, also geschieht's durch dieselbe Turban, welche das erste Fiat hat. Zum 13. Denn der Leib ist Sulfur und stecket in der Tinktur und der Geist führet die Tinktur. So nun der erste Grund ganz hineinwilliget als die Seele, so kann der Geist
der Seelen eine andere Form der Bildnis im Sulfur machen. Aber der Teufel mischt sich gerne da rein, denn es ist des Abgrundes Wunder, darin er ein Herr ist. Zum 14. Also versteht uns auch, kann der ernste Wille, welcher sonst Glaube heißt, mit dem Geiste große Dinge tun. Der Wille kann den Geist selber in eine andere Form setzen, das ist also. Ob der Geist ein Engel wäre, eine Gleichnis Gottes, so kann der Wille einen stolzen Teufel aus ihm machen und auch aus dem Teufel einen Engel, so er sich in den Tod, in die Demut und das Kreuz senket und sich wieder in Gottes Geist einwirft, dass er sich seines Regiments verzeiht, so ersinket er in die stille Ewigkeit, aus der Qual in das stille Nichts und doch alles. So steht er wieder am Anfang, da ihn Gott schuf, und empfänget ihn wieder das Verbum Fiat, welches Gottes Bildnis hält. Zum 15. Und dann zum 3. So hat der Seelengeist Macht, einem anderen Menschen in Mark und Bein als in Sulfur einzugehen und ihm, so er falsch ist, die Turban einzuführen, sofern derjenige nicht mit Gottes Geist gewappnet ist, dass er nur bloß im Geiste dieser Welt erfunden wird, wie das an den Zauberhuren zu sehen ist. Zum 16. Zum 4. hat er Macht, so er Gottes Kind ist, dass er mag, die Turban gefangen zu führen und mag sie über des gottlosen Haus ausgießen, als Elias mit dem Feuer tate und Moses vor Pharaonen. Denn er kann Berge umstürzen und Felsen zerbrechen. Zum 17. Dieses sollt ihr so verstehen. Sofern derselbe Ort der Torbei fähig ist, dass er den Zorn hat rege gemacht, so kann es sein. Wo aber nicht, und dass Gottes Geist in einem Dinge ist, wo aber nicht, und dass Gottes Geist in einem Dinge ist, so kann es nicht sein. Denn es wird Wasser in die Feuersturban gegossen, so ist sie als tot und liegt ihr Vermögen im Spott. Zum 18. Und darum ist der Himmel ein Mittel zwischen Gott und der Höllen, als zwischen Liebe und Zorn, welcher aus dem Mittel des Wassers ist erschaffen, dass der Teufel nicht kann mit seiner Turba regieren. Sein Fürnehmen machet ihm das Wasser zu Spott, wie denn die falsche Magier im Wasser ertrinket mit ihrer Inkantation und Blendung. Zum 19. Zum 5. der Seelengeist hat Macht, dass er mag und kann alle Wunder suchen, so in der Natur findet, als Künfte, Sprachen, Baum, Pflanzen zerbrechen. Er kann den gestirnen Himmel wenden, wie Joshua der Sonne gebot, dass sie stille stund, und Moses dem Meer, dass es stund. Auch gebot er der Finsternis, dass sie kam. Er kann ein irdisch Leben machen, als Moses die Läuse und Frösche, auch Schlangen und andere Wunder. Er hat den Tod in seiner Macht, dass er den bewältige, so er auf dem Brautwagen fährt. Zum 20. Er kann die
einen Teufel zähmen und bewältigen, so er Gott ist. Zum 21. Es ist nichts genannt, das er nicht kann bändigen, allein verstehe das Recht. Eine solche Macht hat die Seele von ihrem Ursprung, und einen solchen Geist hätte sie mögen und sich geben, wenn sie nicht hätte Thoma Magna irdisch in sich einlassen und welche ihr die Freie gibet. Zum 22. Es sei dann, dass der Heilige Geist auf ihrem Wagen fährt, wie Mose, Elia und alle Propheten den Christus und seinen Jüngern, auch noch immer da, den heiligen Kindern Gottes. Sie haben alle diese Gewalt, können Toten aufwecken und Seuchen heilen und alle Krankheiten vertreiben. Es ist natürlich, der Geist herrsche nun damit über die Toba. Zum 23. Aber dieses habe zum Seelenbericht. Die Seele weiß wohl, was sie für einen Bund mit dem Teufel und was er an ihr hat. Sie gebe nicht bloß, es sei denn, dass sie den Geist führe, dass sie den zum Schluss hat, dass der des Teufels List sich nicht könne eindringen. Zum 24. Sie macht keine Wunder, Gottes Geist erweckt sie dann. Sie gibt Gott die Ehre und Macht, sie tut als demütig Kind und bleibt unter dem Kreuz stehen und lässt den Teufel überhin rauschen. Sie aber krönet in Demut und Sanftmut durch den Tod ins ewige Leben und bringt viel Früchte in Geduld. Zum 25. Also kann ihr der Teufel nichts tun. Sie ist vor ihm als tot. Er mag mit seiner Toba in dem irdischen Leben mit seinen Helfern den gottlosen Menschen poltern. Er hat des vor Gottes nur Spott, denn er ist ein stolzer Geist und will über Gottes Wunder sein. Und eine Demut kann ihn bändigen. Zum 26. Auf solche Weise kann jeder Mensch dem fälschlichen Mango oder auch dem Nikromantico entlaufen. Dann, es haftet keine Macht an dem, wo Gott wohnt, gleich wie Christus in seinem Tode den Teufel und Tod überwand. Also auch wir in Christus. Denn das Wort, das Mensch ward, wohnt in uns. Und in Worten können wir über Teufel und Hölle herrschen. Es ist ein Aufhalten. Zum 27. Also geben wir euch diese Frage zur Antwort, dass die Seelen in ihrem Ursprung großmächtig sei. Sie vermag viel, aber nur in dem Prinzipium, in dem sie steht, ist ihre Macht. Denn der Teufel kann nicht über Gott herrschen. Ihre Macht ist ihr nicht gegeben. Wie ein König Macht und Befehl gibt, sondern steht im Naturrecht. Darum finden wir Kinder der Allmacht Gottes und Erben feiner Güter in der Allmacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.